Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute mal wieder ein ernstes Thema, ein Rant. Denn eine Sache geht mir auch richtig auf den Geist an der Parfümindustrie. Ich habe mich ja schon mal beschwert über die Parfüm-Szene, was mich da stört. Und heute geht es um die Parfümindustrie, nicht ums Marketing. Und zwar in der Nischenwelt sind eigentlich alle Parfüms unisex. Siehe Kilian, Angel Chair. Super, super toller Duft. Mein Lieblingsparfüm of all time. Das ist ein Unisex-Duft. Riecht wie ein Apfelstuhl mit Zimt, mit Cognac, Vanille, Praline. Super süß. Und ja, so alkoholisch. Einfach ein schöner Wohlfühlduft. Besonders im Winter. I love it. Wirklich, können Männer und Frauen tragen. Was halt diese Eichenfassnote, Hölzern, Düfte werden eher so ein bisschen gerne mal in männliche Kategorie gepackt, aber süße Düfte in die Frauenwelt gepackt. Das ist das Beste aus beiden Welten. Ah, I love it. Ich liebe es wirklich. So, das ist jetzt in die Nischenwelt der Fall. Da versuchen die echt alle Düfte so unisex zu machen, was Kreatives zu erzeugen. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Angel Share ist super kreativ. Im Cognac-Glas, bisschen Apfelstuhl, Zimt. Da ist so Gourmand-Noten drin und trotzdem dieses Alkoholische. Einfach nur amazing. So, dann geht's aber in die Designer-Schiene. Da wird schon vermarktet, nehmen sie irgendwelche Models, nackter männlicher Oberkörper und dann, oh, voll der Männerduft, Power! Ja, und dann denke ich mir nur so, es schreckt mich als Frau echt ab, muss ich sagen. Weil, vielleicht auch schon zu sehr, oh, voll der Männerduft, so nackter Oberkörper, so ein männliches Model. Und dann denke ich mir so, okay. Und dann steht auch noch pur om oder for him drauf und dann war es das. Dann ist der Vogel abgeschossen, dann habe ich komplettes Interesse verloren. Verstehe ich halt nicht. Was soll das? Das Gleiche im Frauenbereich. Dann ist da irgendwie so ein wunderschönes Topmodel drauf. Auch voll sexy angezogen, voll verführerisch gekleidet und dann vorher. Pure Femme. Why? Why? Ich sag euch jetzt mal, was mich daran stört. Das Marketing zu allen Geschlechtern ist aber so super dämlich. Was denken die sich dabei? Guck mal, wenn ein Duft wirklich geil ist, dann wollen diesen Duft Männer und Frauen besitzen. Aber wenn man sagt, vor allem das nur für ihn, nur für Männer, dann spaltet man schon mal direkt diese Interessengemeinde. Viele Frauen greifen dann gar nicht erst mal dazu, ist ja für ihn, für den Mann, testen den Duft nicht aus und haben direkt das Interesse verloren. Müssen eventuell Hidden Gems, Parfüms, die sie lieben würden, Parfüms, die sie jeden Tag tragen würden. Aber durch das Marketing wird eben halt das Interesse gesplittet und das verstehe ich halt nicht. Das Gleiche andersrum. Ich verstehe es halt nicht. Das ist absolut dämlich, weil ich verstehe den Gedanken halt nicht. Kaufen, wenn er jetzt vor ihm draufsteht, dann mehr Männer diese Düfte, als wenn da gar nichts draufstehen würde? Das glaube ich nämlich nicht. Aber eins steht fest. Viele Frauen haben halt kein Interesse mehr, wenn da vor ihm draufsteht. Und ich habe auch die Mentalität, ich werde niemals ein Parfüm kaufen, wo draufsteht pur om oder vor ihm. Was fühlt sich einfach falsch an? Du nimmst so ein Parfümflakon und sprühst dich ein, obwohl da vor ihm draufsteht. Das ist so, als würde sich selbst verraten. Als Frau. Das gleiche natürlich umgekehrt für die Männer, wenn da vorher draufsteht. Willst du deine männliche Power zeigen und ein vorher pinker Flakon am besten noch, damit das Marketing komplett übertrieben feminin ist und dann tsch, 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 vorher und dann so ein muskelbefackter Mann, Security Guard oder so. Es fühlt sich einfach falsch an und es geht halt nicht. Ich persönlich würde aber auch sagen, dass manche Düfte eher maskulin bzw. nur maskulin sind. Und Düfte eher feminin bzw. nur feminin sind. Wo sind da meine Grenzen? Ich würde sagen,
So eine Grenze bei den Männern ist zum Beispiel, dass ja. Ist ja eigentlich auch ein Unisex-Waffel, aber viele sagen, es ist ein reiner Männerduft, weil der U drin ist. Safran, Patchouli, ist ein recht dunkler Duft. Aber auf eine edle Art und Weise. Du hast hier das typische Safran drin, wie ein Baccarat Rouge. Es hat so ein bisschen Baccarat Rouge-Vibes. Es ist elegantes Ud. Und wer ist elegant? Natürlich die Frauen. Warum soll ich das als Frau nicht tragen? Ich finde, das ist ein Ud, das auch Frauen tragen können. Das ist aber wirklich so die Grenze. Man merkt, es riecht dunkel, hölzern, schon fast böse, mächtig, powerful, aber trotzdem auf eine elegante Art. Das ist halt Ud for Glory, Tube zu Inisius. Ud for Greatness sollte jeder kennen. Das ist für mich die Grenze. Wenn das jetzt noch intensiver wird, wie zum Beispiel Amouage, The Blue Beast, ne? Ihr wisst das. Das ist Interlude 53. Da hast du Harze drin. Da hast du Gewürze drin. Da hast du dunkle Oud-Noten drin. Es ist wirklich nur Oud, Dunkelheit, Harze in your face. Es ist wirklich so ein Schlag ins Gesicht. Das ist für mich ein reiner Männerduft, okay? Wenn es dann nur noch in so eine hölzerne, würzige, dunkle, starke, powerful Schiene geht oder Kuhstall-Oud oder so, das kann keine Frau tragen. Aber wenn das irgendwie nach Wald riecht, ne, wie zum Beispiel Versace The Dreamer, so Gewürze aus dem Wald und Blumen aus dem Wald, Kräuter, dann kann das auch eine Frau tragen. Komm schon. Das ist einfach kindisch. Das Marketing. Ja, und das ist so meine Grenze. Also so ein elegantes Oud kann eine Frau auch tragen. Ich würde auch sagen, hier, Honey Oud kann eine Frau tragen von Montal. Aber das ist halt wirklich so die Grenze. Wenn das überschritten wird, noch dunkler wird, noch harziger wird, noch hölzerner wird, dann würde ich sagen, es ist ein reiner Männerduft. Aber nur dann, ich sag's euch, was, bitteschön, ist hier dran jetzt ein reiner Männerduft? Versace Eros. Apfel mit einer sauren Zitrone, Minze und Vanille. Wow, voll männlich, riecht wie so ein Rockstar Sour Apple Energy Drink. Voll männlich. Boah, dieser Apfel. Boah, ist der männlich. Boah. Hier, meine Monster Energy Dose. Monster Kerdic. Boah, voll männlich. Voll männlich. Ist die Brille weiblich oder ist die auch männlich? Ist meine E-Zigarette. Ist die männlich oder weiblich? Warum muss man ein Geschlecht zuweisen? Es ist so ein Quatsch. Parfüms und Düfte haben ja eigentlich kein Geschlecht. So ein Schwachsinn. Vor allen Dingen solche Sachen wie Apfel, Minze und Vanille. Dieses Parfüm riecht einfach wie ein Energy Drink. Fruchtig, frisch, süß und leicht synthetisch. Was ist daran männlich? Vanille sind vielen Frauen dürfen. Apfel sind vielen Frauen dürfen. Hubos Alive, Versace, Dylan Blue Parfum. Ist überall Apfel drin. Und nun? Hier ist Zitrone drin. Light Blue Orange steht fast nur aus Zitronen und Apfel. Aber das ist ein Frauenduft und das ist ein Männerduft. Ah, ja, natürlich. Das ergibt Sinn. Liebe Designer-Brands, das ergibt Sinn. Warum werden Duschgel-Düfte als männlich charakterisiert? Dürfen Frauen kein Duschgel benutzen? Darf eine Frau nicht unter die Dusche gehen? Na, Invictus, muss ich nicht viel zu sagen. Duschgel-Vibes, maritime Frische. Dann hast du diese unique Lorbeernote. Und Bubblegum-Vibes. Grapefruit sind richtig süße, schöne, echt natürliche Grapefruit in einen synthetischen Duft. Der Duft ist sehr synthetisch, aber die Grapefruit ist irgendwie so richtig natürlich und gibt denen so ein bisschen süße, Bubblegum-artige Süße. Und warum darf das dann keine Frau tragen? Bubblegum süß mit maritime Frische. Darf keine Frau tragen, ne? Nee, gut. Deswegen sprühe ich es mir jetzt. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Wirklich. Warum ist das jetzt ein Männerduft? Weil es nach Duschgel riecht, oder was? Wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht, warum eine Frau jetzt kein Duschgel tragen darf. Absoluter Bullshit. So.
Ich verstehe es, wie gesagt, nicht. Also wenn es jetzt wirklich super harzig, holzig wird, dann sehe ich es ein. Fühlt als wenn der Duft charakterisiert, aber das hier, süß und frisch gleichzeitig. Süß und frisch gleichzeitig. Warum darf ich das denn als Frau nicht tragen? Es ist doch schwachsinnig. Und ich sag's euch, Versace Eros lieben so viele Girls. Und es würden auch viel mehr Girls selber für sich kaufen, wenn es nicht an Männer vermarktet werden würde. Also, wenn es jetzt irgendjemand vom Versace sieht, lass den Scheiß einfach. Dieses kindische, dämliche Marketing, wirklich. So, wir machen jetzt Schwenker und fühlen uns mal richtig männlich. Muskeln, jeden Tag Fitnessstudio und bam. Nee, Spaß. Tom Ford, Black Orchid. An Frauen vermarktet. Und ich kann euch eins sagen. Da die Männer sind ein bisschen schlauer als die Frauen. Die Männer sagen nämlich, ach, mir gefällt der Duft. Ich trag's. Und empfehle es auch anderen Männern. Ich empfehle Frauen, Versace Eros zu tragen. Tut es einfach. Ihr werdet's nicht bereuen. Denn die Männer haben sich untereinander Black Orchid empfohlen. Reiner Frauenduft. Wurde an Frauen vermarktet. Ich sag auch immer, wenn du Mann bist, hol dir lieber das Parfum. Ist dann doch noch ein bisschen mehr männlicher. Ist auch Unisex. Aber der hier wurde an Frauen vermarktet. So. Das ist ein richtig dunkles Parfüm. Fruchtige Noten, blumige Noten. Und dann hast du wirklich Trüffel, erdiges, dunkles Patchouli. Dann die schwarze Orchidee. Das ist wirklich ein dunkler, erdiger Duft mit einer leicht blumigen DNA und einer leichten Süße. Später riecht das sogar wie dunkle Schokolade. Warum soll das ein Mann nicht tragen? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ja, die Männer waren schlauer und tragen Black Orchid. So. Deutsche und Cabana Light Blue O in Trance. Für Frauen. Gibt es ja auch eine Männerversion. Pur Om. Ich sag euch, wie das riecht. Apfel, Zitrone, ein bisschen Jasmin. That's it. Ein bisschen Moschus. Es riecht einfach super frisch, wie nach einem super tollen Sommertag. Es riecht einfach zitrisch, frisch. Und, ich sag's euch ehrlich, es ist eine frischere Version von dem hier. Hier ist halt noch die Vanillesüße, hier ist noch ein Patchouli in der Base, ein bisschen Leder in der Base. Hier hast du halt noch die Minze. Hier hast du nur Apfel und Zitrone hauptsächlich. Was du hier im Opening ziemlich dominant ebenfalls drin hast. Das hier ist ein Männerduft, da ist ein Frauenduft. Ja, natürlich, das macht natürlich Sinn. Aber ich rate jeden Mann, Deutsche und Cabana Light Blue Eau in Trance für Frauen mal auszuprobieren. Wenn ihr was zitrisch Frisches haben wollt und nicht groß nachdenken muss, es euch einfach nur erfrischt im Sommer. Off-Ride. Komplett beschissenes Marketing. Das hat nichts mit dem Frauenduft zu tun. Nichts. Ich habe gehört, manche Männer tragen auch Calvin Klein Obsession. Das ist ein aromatischer, sehr stark orientalischer Duft. Vanille, Koriander, Zibet, also ein bisschen Animalik steckt da drin. Oh, das ist so ein tolles Ding. Oh. Auch eins meiner absoluten Lieblingsdüfte. So ein Powerhouse. Orientalisch, würzig, ein bisschen süß, bisschen animalisch. Dieses Parfüm haut dich vom Stuhl. Ich habe sogar von manchen Männern schon die Meinung gehört, von wegen, ich trage das hier lieber, die Frauenversion, als die Männerversion, weil das hier performt und die Männerversion nicht. Irgendwie, die Männer sind ein bisschen schlauer. Die sagen einfach so, ja, vielleicht eine Frau vermarktet, egal, was soll's. Trotzdem, ja, sind natürlich auch einige Männer davon abgeschreckt, wenn es draufsteht, pure Femme oder Frauenduft. Es ist halt generell Quatsch. Aber ja, immerhin trauen sich die Männer ein bisschen was. Und ich finde, so ganz im Ernst, gab Mann oder Frau, er war pur, wird immer gern getragen, kommt gut an, ne? Hat halt dieses wunderschöne, frische, tropische Erlebnis. Riecht halt wie so ein absoluter Luxuscocktail im Urlaub. Ganz viele
natürliche Früchte bringen dir die ultimativ tropische Experience. Mit ein bisschen Vanille. Jeder liebt Serjov Erbapura. So, jetzt sag ich dir mal was. Du ein Mann bist und Tropic Vibes liebst, probier auch mal Paco Rabanne Fame. Die Frauenversion von Phantom. Es ist ein bisschen süß. Ja. Ist das nicht süß? Ist 1 Million nicht süß? Ist Stronger With You Intensely nicht süß? Ja. Also kann das dir auch ein Mann tragen. Mango, die einfach nur tropisch ist. Warum soll jetzt ein Mango weiblich sein? Weiß auch niemand, ne? Vanille. Vanille ist hier auch drin. Und in Spice Bomb Extreme ist Vanille auch drin. Bisschen Jasmin, ja. Jasmin, blumige Düfte werden immer gerne mit Weiblichkeit assoziiert. Aber es gibt auch so viele Rosendüfte für Männer, ne? Cartier, Deklaration, Dune Soir. Zum Beispiel Rosenduft für Männer. Also Blumen sollen jetzt auch kein Ausschlusskriterium sein. Warum sollen Blumen jetzt weiblich? Oh mein Gott, Blumen sind ja voll weiblich. Hä? Wer hat das gesagt? Alles mit dummes Marketing. Lasst euch da echt nicht verarschen. Hier ist ein bisschen Weihrauch drin. Macht den Duft nur so ein bisschen deeper. Vanille, Weihrauch, Mango, Jasmin. Das ist alles, was du bekommst. Einfach nur tropisch, süß, sexy und hat, wie ich finde, Erbapura Vibes. Ja, beide riechen super tropisch. Und jetzt? Das tragt ihr, aber das nicht. Weil es ein Frauenduft ist. Wow. Geil gemacht, Parfümindustrie. Das Marketing ist so braindead und dämlich, dass mir bald die Worte fehlen. Wirklich. Sieg gewonnen. Das erste Unisex-Parfüm, was es auf dem Markt gegeben hat. Zitrisch, frisch, wie aus der Dusche. Hat auch Tropic Vibes, ein Papaya noch drin. Hat noch so eine Teenote drin. Aber das wurde jetzt als Unisex-Parfüm vermarktet. Da steht kein Vorhin, Vorher. Und ja, da haben sie es richtig gemacht. Da hat Calvin Klein es richtig gemacht. Nur erst ein paar Jahre später dann Seeker One Vorher und Seeker One Vorhin rauskamen. Wirklich kein Kommentar. Wo ich die Grenze ziehe für Männer ist bei Pink Sugar. Das geht meiner Meinung nach wirklich nicht für Männer. No front. Wenn ihr es tragt, tragt es. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass ihr da in eine falsche Kategorie gesteckt werdet. Weil ich sag's, wie es ist, nur Pink Sugar. Lass Pink Sugar bei den Frauen. Wirklich. Es riecht so girly. Zuckerwatte. Karamell. Und Vanille. Super sweet. Girly girl ohne Ende. Und sowas von sexy, ich weiß nicht. Da sehe ich wirklich nur eine Frau. Sorry, aber diese ultra süßen Gourmand-Düfte, die sehr feminin anmuten lassen, die sehe ich nur bei Frauen. Okay? Diese hölzern, harzigen Geschichten, diese utlastigen Stall-Ut-Geschichten, diese Orient-Bomben, die sehe ich nur bei Männern. Okay? Aber alles andere ist für mich komplett Unisex. Sei es jetzt ein Fame von Paco Rabanne. Oder ein Invictus. Es ist alles Unisex für mich. Nur diese Extreme. Ne, extrem feminin. Extrem süß. Extrem girly. Oder halt extrem maskulin, harzig, holzig. Da ziehe ich wirklich die Grenze. Aber sonst jedes Parfüm Unisex. Merkt euch das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Euren Take gerne in den Kommentar, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Weil das muss ich mal loswerden, das ist so ein Schwachsinn. Zerstören sie auch die Kundschaft. Weil, ganz ehrlich, wenn immer Vorhör und Frauenduft draufsteht und es in der Frauenabteilung steht, dann entgehen den Männern hin Gems und umgekehrt. Ne? Hätte Curly Fragrance, Versace Eros oder Parfum nicht so gehypt, hätte ich es wahrscheinlich bis heute nicht. Die hat sich diesen Schritt gewagt. Und ich bereue keinen Cent. Aber es wurde immer so als das Partyboy-Parfüm hingestellt. Wo habe ich das Interesse verloren? Und das finde ich einfach schade. Ich weiß nicht, warum man das macht. Man zerstört sich nur die Kundschaft. Und ja.
sollen sie ruhig männliches Model nehmen. Aber warum dann als only maskulin Kennzeichen? Weil Apfel, Vanille, Minze, Zitrone ist definitiv nicht maskulin. Hier ist nichts Hölzernes drin, hier ist nichts Udiges drin. Hier ist nichts Harziges drin, nichts Orientalisches drin. Einfach nur kindische Kacke. Na gut, ihr Lieben. Da würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch mein Hot Take gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!